Zwei Tage, knapp 150 Schützinnen und Schützen, ein Ziel: Landesmeister oder Landesmeisterin zu werden. Mir gefällt ganz besonders, dass man alle Leute wieder trifft, sich mal wieder richtig misst und nicht nur die einzelnen Kreise hat, sondern wirklich ganz den ganzen Verband sieht. Und es ist einfach mal jedes Mal ein anderes Feeling als einfach nur eine Kreismeisterschaft. Volle Schießeinlagen beim PSV Olympia mit dem Luftgewehr und der Luftpistole. Für ihre 40 Wertungsschüsse haben Starterinnen und Starter 50 Minuten Zeit. Wer die meisten Ringe schießt, gewinnt. Bei den Herren 1 geht der Titel an Raif Mahmoud Tawik Mohammed vom PSV Olympia. Mit der Luftpistole erzielt er 378 Ringe. Heute war der Stress ein bisschen weniger als der Bundesliga, deswegen habe ich heute gut geschossen im Vergleich mit der Bundesliga. So, ja, hat mich gefreut, heute meine Leistung zu bringen. Insgesamt über 40 Wettbewerbsklassen werden an diesem Wochenende ausgeschossen. Eine vollständige Übersicht mit allen Ergebnissen der Luftgewehr- und Luftpistolenwettbewerbe findet ihr auf der Internetseite des Schützenverbands Berlin-Brandenburg. Ebenfalls aber mit dabei Uwe Pottek, der Olympiasieger mit der freien Pistole von 1976. Mit dem 4. Platz in seiner Altersklasse ist er zwar nicht ganz zufrieden, er denkt aber langfristig. Das August ist noch eine Weile hin und ich arbeite also momentan wirklich intensiv daran, meine Technik wieder einigermaßen auf ein Level zu bringen und ja, mal gucken. Dann stehen nämlich die deutschen Meisterschaften in München an. Alle Landesmeisterinnen und Landesmeister haben die beste Chance auf ein Ticket in die bayerische Landeshauptstadt. Wer sich aber nun genau qualifiziert hat, steht noch nicht fest. Die Limitzahlen zur Qualifikation werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Und wer da noch nicht dabei ist, der hat noch eine Chance bei den Landesmeisterschaften der Auflageschützinnen und Schützen. Die Ziele für die Landesmeisterschaft Auflage ist natürlich hier mit Sicherheit das Qualifikationslimit für die deutschen Meisterschaften in Hannover, was die freie Pistole angeht, die Luftpistole und die Sportpistole angeht. Diese werden am Wochenende vom 13. und 14. April bei der Nordberliner Schützengemeinschaft von 1975 ausgetragen. Über 150 Schützinnen und Schützen haben sich bereits gemeldet. Es verspricht also wieder ein volles Wochenende zu werden, wenn es dann um die nächsten Landesmeistertitel geht.